Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Ja, wie ich einer Abonnentin versprochen habe, werde ich heute meine kleinen Stempelkissen, die ich jemandem abgekauft habe, testen und zeigen, wie die Farben so sind und werde euch auch ein bisschen was dazu sagen. Ja, anfangen würde ich gerne mit den Mementos. Wie ihr wisst, Mementos sind auf Wasserbasis. Und ja, die kann man auch super schön miteinander verblenden, miteinander verarbeiten. Und jetzt werde ich euch mal die Farben im Einzelnen zeigen. Desert Sand soll so auch gut für No-Line Coloring sein, habe ich schon gehört. Also die ersten sind einmal die Mementos. Und wie ihr seht, wunderschöner Abdruck. Das war die erste Farbe. Ich werde mir mein Kissen ein bisschen zurechtlegen. Mein Schrubberkissen. Dass ich mir das immer ein bisschen reinigen kann, bevor ich die nächste Farbe nehme. So, die nächste Farbe ist diese hier. Ich habe natürlich noch nicht alle Farben. Vielleicht werde ich mir da auf der Kreativen noch ein paar kaufen. Ich werde dann nochmal dazu schreiben. So, nächste Farbe. Wie gesagt, das mache ich gerne. Wenn ich für euch noch andere Sachen testen soll, könnt ihr mir das gerne in die Infobox schreiben. Wie ihr seht, die Farben kommen super toll rüber. Und wie gesagt, kann man auch zum Verblenden für Hintergründe verwenden. So, die nächste Farbe ist diese hier. Ladybug. Auch sehr schön. Die nächste Farbe ist diese hier. Sind ein paar Stempelkissen zum Testen. Die wurden günstig abgegeben und da habe ich mir einfach gedacht, ich gönne sie mir. So, dann haben wir die nächste Farbe. Dunklicher lila Ton. So, dann nehmen wir die nächsten. Diese Farbe braucht man gar nicht so viel nehmen. Ist ein helleres. Ein hellerer Ton. So, die nächste Farbe. Auch diese Farbe, wie ihr seht, wunderschön. Ja, ich habe mir einfach gedacht, auch für die Blender
sollen die sehr gut sein, da sie nicht so durchdrucken. Da die Dame sie günstig abgegeben hat, habe ich sie mir einfach gegönnt. So. Also die Farben finde ich wunderschön. Ich habe auch das schwarze Stempelkissen, das kennt ihr, das kennen die meisten aber von euch wahrscheinlich. Das schwarze nehme ich für Kolorieren, für meine Alkoholmarker, weil es ja auf Wasserbasis ist. Und da koloriere ich dann mit meinen Copics. Ihr seht, das wäre auch eine tolle Farbe für No Line Coloring. Ups. So, da gehen wir weiter mit dieser Farbe hier. Ein schönes Gelb. Auch das schön kräftig, wie ihr seht. Nächste Farbe nehmen wir diese hier. Da werde ich bestimmt auf der Kreative in Dortmund noch schauen, welche Farben ich noch nicht habe. Vielleicht finde ich mir da noch ein bisschen was. Auch ein sehr dunkles Grün. Zeige ich euch nochmal. Also wie gesagt, wunderschöne Farben bis jetzt. Jetzt haben wir diese Farbe hier. Ein schönes helles Grün. Ich würde sagen, das ist ein schönes Blattgrün, ein dunkles Blattgrün, was jetzt kommt. Diese Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Ich zeige sie euch nochmal. Und dann haben wir noch diese hier. Auch ein schönes Blattgrün. So, und jetzt haben wir die letzten vier Farben von Memento. Und zwar einmal diese hier. Dann noch diese Farbe. Die kann man auch schön übereinander stellen. So, auch diese Farbe ist schön kräftig. Wie ihr seht. So, die vorletzte Farbe ist diese hier. Schönes helles Blau. Und zu guter Letzt bei den Mementos habe ich noch diese Farbe hier. So. Da schreiben wir jetzt mal Mementos drauf.
Hier nochmal alle Farben auf einen Blick. Wie ihr seht, wunderschön. So, jetzt werde ich mal meine Mementos zur Seite räumen und dann machen wir mit den Brillanz weiter. Kleinen Moment, bin ich wieder da. So, dann machen wir jetzt weiter mit den Brillanz. Und die Brillanz, das sind Pigmentfarben. Und die sind nach dem trockenen Wasser fest. Aber sie brauchen halt ein bisschen, bis sie trocken sind. Und dadurch kann man sie auch zum Embossen verwenden. Das heißt, wenn ihr farbiges Stempelkissen von den Brilliance habt, könnt ihr mit einem transparenten Embossingpulver drüber gehen und das dann embossen und das geht super. So, als erstes habe ich hier das Weiß. Da habe ich gehört, das soll ziemlich gut sein. Das Moment. Das ist geschlossen, sehe ich gerade. So. Das wurde noch mit Dixo verschlossen. Kleinen Moment, das habe ich nicht gesehen. Geht schon runter. So. Werden wir das Weiß jetzt mal drauf geben. So habe ich gehört, das Weiße soll ziemlich gut sein. Schauen wir mal, ob man das auf Weiß sieht. Wie ihr seht, sieht man es sogar auf dem weißen Papier. Finde ich super. So, als nächstes habe ich dann hier diese Farbe hier. Auch diese Farbe ist super, lassen sich auch wieder schön säubern. Der Stempel. Als nächstes habe ich dann hier das Gold. Galaxy Gold. Das ist sicher dann für Weihnachten ein super tolles Kissen, wenn das auch so gut Abdruck macht. Wie gesagt, die brauchen ein bisschen, bis sie trocken sind. Ist das Gold, finde ich auch sehr, sehr schön. Dann habe ich hier natürlich dann auch noch das Silber. Von den Brillants habe ich noch nicht so viele. Und auch hier seht ihr wunderschöner Abdruck. Jetzt haben wir noch drei Farben und zwar einmal diese Farbe hier. Rotgold. Auch das wunderschön. Dann habe ich hier noch ein Pearl Lime. Grün.
Auch wunderschön die Farbe. Und zu guter Letzt habe ich hier das Pearl Beige. Ich schätze mal, das wird auch wieder super toll für vielleicht für No Coloring sein. Schauen wir mal. Ja, es ist doch ein bisschen kräftiger. So, und das waren jetzt meine sechs Farben von Brilliance. Da schreiben wir auch drauf. Und zu guter Letzt kommen wir jetzt gleich noch zu den Versa Magic. Kleiner Moment. Und jetzt zeige ich euch noch die Versa Magic. Die Versa Magic sind Kaltpigment-Tinte. Da sie sehr intensiv sind, sollte man diese immer mit einem Stempelreiniger reinigen. So, und auch da werden wir die Farben schnell durchgehen. Und die sollen auch sehr gut für Planner sein. Night Sky. Die sind wirklich sehr intensiv, wie ihr seht, die Farben. Ich zeige es jetzt. Ich mache mal alle Abdrücke und dann zeige ich sie euch nochmal. Midnight Black, da haben wir ein Schwarz. Also so intensiv ist das nicht, aber macht nichts. Dann habe ich hier noch ein Blau. Sea Breeze. Nehme da jetzt gar nicht so viel Farbe, dass wir da jetzt noch durchkommen. Dann habe ich hier ein Weiß. Das sieht man. Dann habe ich hier noch mal ein auch ein Limit heißt das. Schönes Grün. Dann habe ich hier ein Purple. Ist wieder sehr intensiv. Dann haben wir hier ein Sahara Sand. Auch das ergibt einen schönen Abdruck. Dann habe ich hier noch Türkis. Braucht man gar nicht so viel drauf geben auf den Stempel. Wie ihr seht, schön intensiv. Dann habe ich hier noch Oasis Green.
Und ein Aqua Splash. Auch sehr schön. Dann haben wir hier noch ein Red. Auch das ergibt einen wunderschönen Abdruck. Dann habe ich hier nochmal ein Blau. Aha, das habe ich doppelt, wie ich sehe. Okay, macht auch nichts. Haben wir eines doppelt. Doppelt hält besser. Dann habe ich diese Farbe hier. Dann haben wir noch diese Farbe. Ich werde euch im Anschluss an dem Video, werde ich euch dann noch mal Fotos einblenden von den jeweiligen Abdrücken, da wo dann die ganzen Farben und die Nummern dabei stehen, damit ihr euch, je nachdem welche Farbe ihr haben möchtet, dann zulegen könnt. Dann haben wir einmal dieses hier. Schönes feines Rosa. Ein Grapefruit Pink. Auch sehr schöne Farbe. So, und jetzt die letzten zwei. Da haben wir jetzt noch das Persimmon. Ein schönes, saftiges Orange, würde ich sagen. Und hier haben wir dann noch diese Farbe hier. Das kann ich nicht aussprechen, aber ihr könnt es lesen. Das ist noch ein Gelbton. So, das waren jetzt alle Versa Magic. So, die werde ich euch nochmal alle zeigen. Also wie gesagt, das sind die Versa Magic. Ich werde euch im Anschluss vom Video dann nochmal die Fotos einblenden, wo dann die ganzen Nummern und Farben noch dabei stehen. Dann könnt ihr auch einen Screenshot machen. Also wie gesagt, Versa Magic sind diese hier. Dann die 6 Brilliance Farben, was ich habe. Auch von denen gibt es dann noch ein Foto. Und die Mementos. Wie gesagt, könnt ihr euch dann gerne einen Screenshot machen von den einzelnen Fotos mit den Bezeichnungen drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne unten in die Kommentare hinein oder auch gerne, was ich euch noch zeigen kann. Schreibt mir das einfach unten in die Kommentare rein. Ich würde mich sehr freuen und ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Hinterlasst mir einen Daumen, könnt euch gerne den Kanal abonnieren, das ist kostenfrei. Und vergesst dann nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst von mir. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt schön kreativ. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.